Hey, was geht ab, Leute? Team Bubble hier mit einem neuen Segment heute, dem Tech Talk. Und Borgmann will uns heute eine neue interessante Karte vorstellen. Also wir versuchen, dass wir das jetzt einmal die Woche, dass wir irgendeine Karte euch zeigen können, die irgendwas Gutes kann, die Metaverse drauf hat. Und das starten wir heute. Und ist ab heute magischer Quell. Und zwar bei der Aktivierung der Karte zieht man für die Anzahl der offenen Zauber- und Feinkarten, die der Gegner kontrolliert, eine Karte. Und dann muss man für jede eigene offene Zauber- oder Feinkarte eine Karte abwerfen. Im Normalfall sollte es eigentlich nur der Quell sein. Das Gute an der Karte ist, sie ist gerade gegen Tepe und sonstiges alles, was pendelt, ist sie ziemlich stark. Szenario, der Gegner hat Lüsterpendel und Flashfire auf dem Feld, will Lüsterpendel-Effekt machen, wir chain die an. Das heißt, er kann seine Karten nicht zerstören und das geht nicht nur für eine Runde, sondern es geht bis zu seiner nächsten, bis zur Endphase seines nächsten Zuges. Das heißt, zwei Runden lang können seine Zauber der freien Karten nicht zerstört werden, auch durch seine eigenen Effekte nicht. Das heißt, der Effekt kommt nicht durch. Würde es nur auf diese beiden Karten sein, heißt es, wir ziehen zwei Karten, eine abwerfen. Was nochmal besser ist, wo mir auch ein Gegner schon mal reingelaufen ist, sie legen zwei Scales raus, die nicht unbedingt zum Pendeln geeignet sind. Beispielsweise 2er-3er-Scale, wenn sie Magic Spectre Splash spielen. Das Ganze riecht dann nach Wavering Eyes. Das wartet man ab, der Gegner aktiviert Wavering Eyes, um richtig abgehen zu können. Wenn darauf Chain Magischer Quell kommt, ziehen wir drei Karten, eines abzuwerfen, und er hat dann nutzloses Geld, mit denen er nicht pendeln kann. Und das Ganze bleibt ihm für zwei Runden. Das heißt, er ist zwei Runden komplett von seinem Spiel ausgeschlossen und kann gar nichts machen. Karte wirklich ziemlich stark und unterbricht einige Kombos. Gerade Lüsterpendel, der Flashfire triggern will, Wavering Eyes. Ziemlich stark. Ist auch noch nicht so bekannt, dass die Karte das kann. Wir spielen sie alle dreimal im Board. Kam bei mir vorhin ziemlich gut. Der Tati hat heute auch seine Erfahrungen damit gemacht. Kam sehr gut heute. Ja. Ich habe einmal diesen Pendel-Deck gespielt, Magician Pendel. Habe ich die gezogen. Dann habe ich genau die Karte gezogen, die ich dann auch wirklich gebraucht habe, um meinen Gegner also zu pendeln. Meine Meinung nach ist es bei dem jetzigen Pendel-Deck so, dass es keinen Sinn macht, sowas wie MST zu spielen. Ferryman ist gefährlich, man könnte zwar beide treffen, kann aber negiert werden durch Damage Juggler. Im Normalfall ist es so, dass man mit den jetzigen Pendel-Decks mit den Ressourcen nicht mithalten kann. Das heißt, man muss was versuchen, selbst aus ihren Ressourcen Gewinn zu schaffen. Und das schafft meiner Meinung nach Magischer Quell. Einzelkarten zu zerstören hat wenig Sinn. Magischer Quell ist meiner Meinung nach genau gerade die Antwort darauf, um ihn abzuschneiden, selbst daraus Vorteil zu schaffen. Und dann im Normalfall gibt eben momentan alles OTK, da dann abgehen zu können. Pass auf die Karte auf, testet es selber mal und könnt ihr mal eure Erfahrungsberichte in die Kommentare reinschreiben. Genau. Hey Jungs, servus. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Wenn ja, schaut euch die anderen Videos an. Ansonsten liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere Sponsoren ab, unten in der Beschreibung. Checkt unsere Facebook-Seite ab. Und nicht vergessen, leidet nicht.